Inhalt des Vortrages war im Wesentlichen zu erkennen, dass jeder von uns, wenn er älter wird, ein gewisses Sturzrisiko entwickelt. Insbesondere Kraft und Koordination, also Gleichgewicht halten, sind die entscheidenden Maßnahmen. Wichtig ist, früh genug damit zu beginnen. Früh genug bedeutet ab dem 40. Lebensjahr. Und die Risikofaktoren, die ich möglicherweise vermeiden kann, zu benennen, zu erkennen und in mein alltägliches Verhalten einzubauen. Das war so der wesentliche Teil des Vortrages. Jeder kann was für sich tun. Prophylaxe, also Vorbeugung, ist das ganz Entscheidende. Die Geriatrie, die Altersmedizin, ist der Spiegel, der uns vorgehalten wird, weil sie zeigt uns, was auf uns zukommt. Und eine Lehre daraus ist eben nicht zu verzweifeln, sondern das aktiv anzupassen. Das ist auch das, was ich bei hochbetagten, noch fitten, älteren Menschen sehe. Aktive Lebensgestaltung führt dazu, dass man bis ins hohe Alter hinein aktiv und selbstbestimmt leben kann. Und deshalb bin ich selber Mitbetroffener und habe das auch in mein alltägliches Leben mit integriert.